Am oberen Stadtplatz in Deggendorf herrschte am Donnerstagabend Vorweihnachtsstimmung. Denn beim großen Familienfest der Stadt anlässlich der Spendenaktion Geschenk mit Herz stand neben heißen Getränken und weihnachtlichen Leckereien vor allem das Schenken im Vordergrund. Geschenk mit Herz ist eine Aktion, die wir vor 16 Jahren begonnen haben, und zwar in Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern in verschiedenen osteuropäischen und südosteuropäischen Ländern, die wir sowieso das Jahr über mit sogenannten Versorgungshilfegütern, Medikamenten, Rollstühlen und so weiter versorgen. Und da war die Frage, ob es Kinder gibt, die an Weihnachten unbeschenkt sind. Und da haben unsere Projektpartner freudig Ja gesagt, und wir haben dann angefangen mit 600 Päckchen vor 16 Jahren, und inzwischen sind wir ja mit den Päckchen in Bayern ungefähr bei 85.000 im Schnitt. Die Spenden gehen nach Rumänien und Albanien sowie in viele weitere osteuropäische Länder. Dafür wählt Humedica jedes Jahr eine sogenannte Weihnachtspäckchen-Partnerstadt aus. In dieser wird dann fleißig für Bedürftige gesammelt, so wie dieses Jahr in Deggendorf. Die Liebe zu schenken mit dem Paket, das ist eigentlich das Schöne, das tut gut. Und wir haben ja auch noch bei Humedica die Zusage gekriegt, es werden auch 150 Päckchen nach Deggendorf direkt gehen. Auch hier haben wir ja Kinder, die sich auch freuen, wenn sie so ein Backerl kriegen. Eine Menschenkette transportierte die bereits gesammelten Päckchen vom Geschenkestapel bis zum Lastwagen. Muskelkater vorprogrammiert. Ob jung oder alt, alle waren mit vollem Eifer dabei und hatten an dem Familienfest sichtlich Spaß. Ich finde es einfach super. Das sind Sachen teilweise, die keinen daheim wehtun, wo man da spendet und andere Kinder echt froh drüber sind. Ich mache schon die Päckchen schon ein paar Jahre. Aber die Aktion jetzt am Stadtplatz ist schon super, ja. Schön. Wieso ist denn schön? Weil die da Musik machen und ich auch gesungen habe. Du hast auch gesungen, hast du auch ein Backerl hergeschenkt? Mhm. Was hast du denn das Backerl alleine da? Ich hab da Spielsachen reine tun und Teddy. Ein bisschen Spielzeug, ein bisschen was zum Anziehen. Duschgel, ein Block, Stifte, Springseil, ein Flummi und nur eine Grußkarte. Süßigkeiten, der von den Feinen und Zahnbürsten und Zahnpasta. Im letzten Jahr wurden in der Partnerstadt Freising 600 Päckchen abgegeben. Diese Zahl wollten die Deggendorfer knacken. Der ehrenamtlich engagierte TV-Richter Alexander Holt hat gegen Humedica-Geschäftsführer Wolfgang Groß gewettet. Der Einsatz, eine Gesangseinlage auf der Bühne. Holt war vom Einsatz der Deggendorfer so überzeugt, dass er auf mehr als 600 Geschenke tippte. Der Eindruck ist grandios, es gibt so viele Menschen, die hier Päckchen packen. Wir haben hier eine Menschenkette, Menschen, die mithelfen, all die Päckchen auch in den LKW zu bringen. Ich glaube, diese Art von Spendenaktion, die hat was ganz Besonderes, weil es ist einfach was anderes, ob man einfach nur einen Scheck gibt, ob man nur spendet oder ob man selber ein Päckchen packt. Dabei wird einem erstmal bewusst, glaube ich, was Armut bedeutet. Da wird einem erstmal bewusst, wie gut es uns geht, wenn man Dinge, die bei uns banal und selbstverständlich sind, in ein Päckchen packt und sich bewusst macht, dass das für leuchtende Augen an Weihnachten sorgt. Knapp eine Stunde lang transportierte die Menschenkette all die vielen Päckchen in den Lastwagen. Am Ende mit großem Erfolg. 752 Backels sind am Ende geworden. Damit hat man sogar Freising geschlungen. Allgemein, die Aktion Geschenk mit Herz ist hier am Deggendorfer Stadtplatz super angekommen. Ein tolles Rahmenprogramm und eine super musikalische Unterhaltung. Naja, also bis jetzt. Denn jetzt folgt noch der Auftritt von Wolfgang Groß. Mal schauen, ob es der genauso gemacht. Das ist freundlich, Leute, an der lieben Hand. Wir segnen der Adventszeit, auch wenn es noch ein bisschen hin ist.